Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Draußen regnet es und deshalb ist es jetzt an der Zeit, mal wieder ein neues Video zu machen. Und ihr seht hier ein neues E-Bike und zwar ein Kompaktrad. Und zwar ist es genau genommen das Kreidler Vitality Eco Kompakt 2.0. Und was dieses Fahrzeug auszeichnet? Das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Schwenken wir einmal mit der Kamera hier am Gates-Riemen vorbei, betrachten hier gleichzeitig die Shimano Inter-E 5 Nabenschaltung und dann kommen wir zu einem Ausstattungsmerkmal, das die meisten interessiert. Und zwar, es ist ein Bosch Performance Line Motor der neuesten Generation. Ja, und das nächste, was die meisten dann natürlich noch interessiert, ist, wie groß ist denn der Akku? Und zwar handelt es sich hierbei um ein PowerTube 625 Wattstunden Bosch Akku. Das bedeutet, dieses Rad ist durch und durch mit Bosch ausgestattet. Wobei durch und durch wäre nicht ganz korrekt, denn hier haben wir als Scheibenbremse vorne wie hinten eine Shimano Bremse verbaut. Und wie gesagt, auch eine Inter-E 5 Gang Nabenschaltung ebenfalls von Shimano. Das sehen wir hier. 5 Gänge, ganz simpel, am Drehgriff drehen und dann war es das. Als Display kommt hier das aktuelle Purion 200 Display. An und für sich ist es die Bedieneinheit, die die wichtigsten Kennzahlen des Fahrrads anzeigt und mehr wird an sich meiner Meinung nach auch nicht benötigt. Das Rad ist komplett straßentauglich ausgestattet, bedeutet, wir haben natürlich einen Frontscheinwerfer, wir haben Reflektoren an den Pedalen, die im Übrigen auch faltbar sind, dass das Kompaktrad noch schön kompakter wird und wir haben natürlich einen Reflektor und ein schickes Rücklicht. Wie ich eingangs gesagt habe, wird das Rad über einen Gates-Riemen angetrieben, was so viel bedeutet für euch, dass ihr praktisch ein wartungs- und verschleißfreies Rad hier vor euch seht. Ihr seht das Fahrzeug, jetzt machen wir hier noch den Akkudeckel zu, dann ist das wieder schön verschlossen. Ihr seht, dass das Fahrzeug ausgestattet ist mit einem Frontträger, das heißt, hier könnt ihr einfach mittels Spanngurten euer Hab und Gut verzurren oder hier einen Klickfix montieren, damit ihr eben auch Taschen und Körbe ganz einfach montieren könnt. Ihr kennt es von anderen Kompakträdern auch, den Speedlifter von der Firma Beischulz. Dann könnt ihr das Fahrrad einfach für Personen von 1,50 Meter Körpergröße bis 1,90 Meter einstellen. Und das ganz einfach mit einem Schnellspanner, den man ganz schnell öffnen kann. Außerdem gibt es auch hier die Funktion, wie man es kennt von dem Beischulz Speedlifter, dass man den Lenker parallel zum Laufrad eindrehen kann und dadurch ein extrem kompaktes Packmaß erhält und somit das Fahrzeug idealerweise auch in ja, so gut wie jedem Wohnmobil und PKW transportieren kann. So ein Rad könnt ihr auch ohne weiteres in einem VW Polo als Beispiel, in einem Kompakt-Mini-Auto transportieren. Dazu müsst ihr einfach das vordere Laufrad zwischen die Sitzbänke fallen lassen, die hintere Sitzbank natürlich umklappen und dann passt das super gut in euer Auto hinein. Was auch eine sehr gute, stabile Option ist, ist ja eigentlich keine Option, ist nämlich standardmäßig verbaut, ist der Doppelständer. Dadurch steht das Rad natürlich sehr, sehr stabil und das war auch schon das ganze Video zum neuen Kompaktrad der Marke Kreidler und zwar dem Vitality Eco Kompakt 2.0. Entschuldigung, wenn man so viel spricht, kann man sich auch mal versprechen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne hier in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Fahrradvideo und tschüss.